Eine Einladung an alle Interessierten für die erste Buchlesung von meinem Buch Selbstbewusstsein. Und zwar am 11. Dezember um 18 Uhr in Schaffhausen in der Station 16 in der Unterstadt. Dieses Buch schenkt Lebendigkeit, Lebensfreude, Hoffnung, Kraft, Inspiration und so viel mehr. Vielleicht genau das, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst und was du vielleicht brauchst. Dasjenige, was dir den liebevollen Arschkick gibt, um wirklich loszulegen. Und zwar egal, wo du dich gerade in dem Leben befindest, egal wie alt du bist. Es gibt nämlich keinen zu spät. Wenn ich so zurückschaue in mein Leben, bin ich in einer Familie aufgewachsen, die sich eine sehr herausfordernde Situation ausgesucht hat. Denn mein Bruder hatte eine degenerative Krankheit und ist dann in jungem Alter im Jahr 2015 gestorben. Und ich als kleine Schwester wurde so natürlich konfrontiert mit Umgang mit Tod, mit Schicksalsschlag, mit Vergleichen mit meinen Freunden und Freundinnen aus der Schule, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich glaube, meine Familie ist ein bisschen anders und durchlebt ein bisschen andere Dinge und ein bisschen herausfordernde Dinge, die man normalerweise so nicht erlebt. Das heißt, ich habe gelernt auf meine eigene Art und Weise, wie gehe ich mit einem Schicksalsschlag um, wie gehe ich mit dem Leben um und was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Wie kann ich dankbar fürs Leben sein und wie kann ich das Leben an sich wirklich schätzen und auskosten? Und es braucht Mut, diesen Weg zu gehen, denn wenn du dich entscheidest, deinem Herzen zu folgen oder vielleicht erst einmal überhaupt auf dein Herz zu hören, dann muss man anfangen, sich selber zu reflektieren und aus seiner Komfortzone treten. Dann wird man konfrontiert mit Ängsten, die von einem selber sind, die von dem Umfeld an dich herangestoßen werden. Es ist ein Weg der Entwicklung, wo du dich befreist, wo du befreist, was zugedeckt wurde von so sollte es sein, das macht man halt so. Und stattdessen wirklich deiner Seele folgst und dich entfaltest. Die Kraft wieder erwächst in deinem Innern. Ich war nämlich in der Jugendzeit eher melancholisch und sehr verträumt, weil ich nicht wusste, wie gehe ich mit diesen belastenden Emotionen eigentlich um, die in mir drin sind. Und natürlich, auch wenn ich die beste Unterstützung bekommen habe von meinem Umfeld, die man bekommen könnte, muss jeder Mensch selbst an sich arbeiten wollen. Denn wenn du nicht willst, wenn ich nicht will, wenn jeder Einzelne nicht eine Veränderung möchte, dann wird keine Veränderung wirklich wahrhaftig langfristig passieren im Innern. Und ja, das heißt, du bist die oder der Befreier, die Befreierin von dem, was dich beschäftigt, was du vielleicht denkst, naja, das Leben ist zwar schön und gemütlich, aber naja, und manchmal gut, aber eigentlich bin ich nicht wirklich ganz so glücklich, aber dann denke ich lieber nicht ganz drüber nach. Wobei ich auf der anderen Seite immer mehr und mehr erlebe, wie lebendig und überraschend und faszinierend das Leben sein kann, wenn man wirklich den Mut hat, das auszukosten. Auch mit dem Risiko, verletzt zu werden, auch mit dem Risiko, auf die Schnauze zu fallen. Aber das ist doch das, was dann dennoch zeigt, wie stark du bist und dass du alles trotzdem kannst, auch wenn du ein bisschen Durchhaltevermögen, ja, dir selber zeigen musst. Und ich könnte so viel erzählen, weil dieses Buch ist wirklich für jeden, der in irgendeiner Art und Weise irgendwie hier hineintauchen möchte, weil es so viele verschiedene Kapitel gibt, die ich auf meinem Weg entdeckt habe, sind wichtig zu bearbeiten. Und zwar in einer Struktur, in einer Leitlinie, ne, wie man dann auch sich selber coachen kann, wenn man denkt, okay, ich möchte tiefer reisen. Und es spielt wirklich keine Rolle, ob man jetzt sich schon länger mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität auseinandergesetzt hat oder ob man da noch gar nicht wirklich so hingeschaut hat. Denn jeder kann hier das herausziehen und herauskristallisieren für sich, was er möchte. Und so tief und so intensiv oder nicht so intensiv die Übungen, die Tipps, die Passagen aufnehmen, machen, wie er sie möchte. So, ich freue mich, wenn ich den ein oder anderen, die eine oder andere bekannte Gesicht sehe in der Station 16. Und ich bin Musikerin und Sängerin, das heißt, ich komme nicht drum herum, um meine Lesung auch kreativ zu begleiten mit meiner Stimme und mit meiner Musik. Es wird also was ganz Besonderes, was ganz Magisches und yes! Melde dich gerne an oder komm einfach vorbei. Ich freue mich sehr auf dich.